Verschmutzungen wie diese sollen in den nächsten Jahren deutlich reduziert werden. Von heute an treffen sich Vertreter von rund 200 Staaten bei der Weltnaturkonferenz in Montreal. Ziel ist ein globales Abkommen. Darin soll beispielsweise stehen, dass 30% der Meeres- und Landflächen bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Auch der Artenschutz ist Thema bei der Konferenz. Es gibt bereits Konzepte, wie Tiere und Pflanzen in Großstädten geschützt werden können. Vor den Toren von New York entsteht ein ganz besonderer Park. Freshkills war mehr als 50 Jahre eine der größten Müllkippen der Welt. Jetzt entwickelt sich hier ein Naturparadies, dreimal so groß wie der Central Park. Fast täglich kommen neue Tierarten dazu, Artenvielfalt in der Metropole. Städte und ihre Randzonen sind wichtige Orte, an denen wir die Natur wiederherstellen müssen. Wir brauchen Korridore, die die Lebensräume von Tieren verbinden. Das ist sehr wichtig und soll auch ein Teil des neuen Montrealer Abkommens sein. Die Weltnaturkonferenz startet mit Protesten. Kanadische Indigene demonstrieren gegen die Ausbeutung ihres Landes, etwa durch den Abbau von Rohstoffen. Der Druck auf die Delegierten ist hoch, denn Tiere und Pflanzen sterben in einem nie dagewesenen Tempo aus. 1 Million Arten sind bereits bedroht. Mit unserem bodenlosen Hunger nach unkontrolliertem und ungerechtem wirtschaftlichem Wachstum ist die Menschheit zur Waffe der Massenausrottung geworden. Diese Konferenz ist die Chance, diese Orgie der Vernichtung zu stoppen. Mehr als 40 Tagesordnungspunkte haben sich die Delegierten vorgenommen. Die wichtigsten Ziele: mehr Schutzgebiete. Bis 2030 sollen 30% aller Land- und Wasserflächen unter Schutz gestellt werden. Die Verschmutzung durch Plastikmüll soll gestoppt, die Finanzierung des Artenschutzes gesichert werden. In Montreal hoffen sie auf ein historisches Abkommen. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg, denn noch sind die meisten Punkte strittig.